Unser Betrieb, der besteht schon seit 1991. Unser Hauptstandbein ist die Milchproduktion mit gut 500 Kühen und komplette Nachzucht. Eine kleine Bullenmast ist noch mit dazu, dass wir so ca. 1000 Rinder hier auf dem Standort haben. Alle Rinder sind bei uns in dem Herdenmanagementprogramm, Programm Herde, eingefügt, so dass es immer zu einer schnellen Datenverarbeitung gewährleistet ist. Die Milchkühe werden bei uns einem 40er Altmelkerkarussell zweimal täglich gemolken. Die tägliche Milchmenge liegt im Durchschnitt so bei uns ca. 36 Kilogramm Milch. In den letzten Jahren, in den letzten 10 Jahren sind alle Ställe erneuert worden, sodass wir sehr viel in die Rinderhaltung investiert haben. In den neuen Kuhstall sind 400 Liegeboxen eingebaut worden. Mit den Tiefliegeboxen, mit dem Kalkstrohgemisch, können wir ein Höchstmaß an Kuhkomfort bieten, dass die Kühe richtig weich und trocken liegen. Weiterhin sind in jeder Gruppe großzügige Tränken angebracht. In jeder Gruppe sind zwei große Kuhbürsten, die sehr gut angenommen werden von den Kühen. 2 bis 3 Wochen werden die Kühe für die Abkalbung bei uns vorbereitet im Vorbereitungsabteil. Unmittelbar schließt sich der Abkalbebereich an. Nach der Geburt wird das Kalb getrennt von dem Muttertier und wird in den K0-Bereich gefahren. Da werden die Kälber die ersten 8 Tage intensiv umsorgt in frisch gesäuberten und desinfizierten und eingestreuten Kälber-Iglus. In den Einzel-Iglus werden die Kälber unmittelbar nach der Geburt mit Kolostrum versorgt. Nach den 8 Tagen werden die umgestaltet in unseren Kälberstall. Der Kälberstall besteht 8 Großraum-Iglus. Dort werden die Kälber an den Tränkautomaten angewöhnt und auf Milchpulver umgestellt. Die Iglu-Anlage wird jeweils mit 15 Kälbern besteckt. Fast jeden Tag wird nachgestreut. Die Kälber werden hier langsam an das Festfutter gewöhnt. Die bekommen die erste Zeit Kälbertrockentherme, besteht aus Stroh, Getreideschrot, Rapsschrot, Mineralstoff und Melasse. Das Trinkwasser der Kälber aus dem Boden gewonnen und gleichzeitig erwärmt. Der Kälberstall ist hier mit 3 Seiten Windschutz ausgerüstet. Und die Kälber bleiben ca. 70 Tage hier in diesem System und wandern von hier aus dann in den neu gebauten Jungrinderstall. Dort findet die weitere Aufzucht statt, sodass sie dann so mit 14 bis 15 Monaten dann irgendwann besarmt werden. Der Ansporn an die Teilnahme zum Wettbewerb Kälberhaltung war für uns eigentlich, den Betrieb würdig nach außen hin zu vertreten. Und dass wir eigentlich die letzten Jahre sehr viel für die Kälberhaltung getan haben. Die Kälber danken uns auch für die Zukunft als Milchkuh mit einer sehr stabilen Milchleistung und Tiergesundheit. Wir sind alle sehr stolz darauf, dass wir den 1. Platz für die Kälberhaltung bekommen haben.